Podcast Camping, Vanlife und Co. mit Hans und Tobi. Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Camping-Quickie. Wir haben Samstagmorgen oder Mittag oder Abend, je nachdem wann ihr uns hört. Heute möchten wir euch mal mitnehmen in den Bereich Fahrzeugtechnik. Es geht ein bisschen um Zahlen und ich nehme es schon mal vorab. In 5 Minuten kriegen wir nicht alles zusammengefasst oder zumindest alles erläutert, aber wir versuchen es euch ein bisschen zu erklären. Hans, fang doch mal an. Was sind die wichtigsten Kennzahlen, die man wissen muss, wenn man einen Wohnwagen hat? Ja, wir haben ja schon mal eine ausführliche Folge davon gemacht. Könnt ihr gerne nochmal reinhören. Natürlich geht es hier wieder um das ganz wichtige Thema Gesamtmasse. Da sollte man auf jeden Fall schauen, dass man da im Rahmen bleibt, dass man genug Zuladung hat, was natürlich essentiell wichtig ist und was sich dann natürlich aus dem Leergewicht ergibt. Leergewicht plus die Zulassung ist die Gesamtmasse und da müssen wir irgendwo im Rahmen bleiben. Von dem her macht es auf jeden Fall Sinn, die Fahrzeuge bestmöglich aufzulasten, um viel mitnehmen zu dürfen, weil das Auslieferungszuladungsgewicht ist meistens nicht ganz so toll, Tobi, oder? Das gebe ich dir vollkommen recht. Unser Wohnwagen hatte irgendwas laut, also hätte was von Werk von 1350 Kilo zulässige Gesamtmasse. Ich glaube, eine Leermasse von, 1150 Kilo. Nach Adam Riese sind das 200 Kilo Zuladung. Damit kann man anfangen, das ist aber eher wenig. Als Familie kommt man da nicht weit, ne? Richtig. Da wir in der guten Lage sind, dass wir ein großes Auto haben, was viel Anhängelast hat, also viel ziehen darf, habe ich mich daran orientiert, was darf ich denn ziehen? Mein Auto kann 1800 Kilo ziehen. Und dann haben wir geguckt, was darf denn der Wohnwagen maximal haben? Mit 1700 ist er maximal auflastbar und genau das haben wir auch gewählt. Mein Auto kann also den Wohnwagen ziehen. Und der Wohnwagen hat viel mehr Zulademöglichkeiten. Das ist die Win-Win-Situation, die wir jetzt dabei haben. Optimal, bestmöglich ausgenutzt. Wenn das ganze Teil dann am Haken hängt, sollte man natürlich noch die Stützlast beachten, aber die kann man ganz easy aus den Fahrzeugpapieren entnehmen. Immer der niedrigste Wert, weil oft sind die Angaben auf der Deichsel vom Wohnwagen und am Zugkopf vom PKW und in die PKW-Papiere und dann natürlich den niedrigsten Wert immer verwenden. Und wenn das ganze Teil dann da hängt und der Wert vielleicht nicht ganz so passt, kann man das Ganze ein bisschen austarieren, indem man die Beladung vielleicht vom Gaskasten und vom Innenraum ein bisschen anpasst, nach vorne oder hinten auf der Achse verteilt und dann die Stützlast dementsprechend eintariert. Absolut. Und die Stützlast ist nicht nur was, was man messen sollte, weil ansonsten irgendwas passieren könnte, sondern die ist essentiell für ein stabiles Fahrzeug, also für eine stabile Fahrt. Ich habe selber ein bisschen ausprobiert, als ich den Wagen leer abgeholt habe, hatte er eine sehr geringe Stützlast, weil er halt leer war. Als wir ihn beladen hatten, hatten wir am Anfang, ja nicht überladen, aber wir waren am oberen Limit der Stützlast. Das habe ich dann nochmal nachgemessen. Er fuhr sich da anders, noch nicht instabil, aber anders als vorher. Und als wir es dann nochmal umgeladen haben und den Idealbereich der Stützlast erreicht haben, fährt er sich doch viel besser. Und jetzt ist er ganz angenehm zu fahren. Also da immer darauf achten, wo man was reinlädt. Wer viel vorne hinlädt, muss auch gegenladen am anderen Ende, also konterladen auf der anderen Seite. Aber am allerbesten ist es, die schweren Sachen mittig über der Achse zu haben. Also die richtige Ladung ist dabei wichtig zu beachten. Ja, perfekt. Dann habt ihr das bestmöglich dann in dem Falle ausgenutzt und dann hast du dann ein sicheres, fahrstabiles Gespann, wie du sagst, Tobi, optimal. Jetzt kommt es dann nur noch auf die Gesamtmasse von Zugfahrzeugen und Anhänger zusammen an, oder? Ob man den perfekten Führerschein für das ganze Gespann hat oder ob man da eventuell noch nachlegen muss. Das ist genau die Frage, die man nicht vergessen darf. Und ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, unser Wohnwagen hat 1700 Kilogramm zulässige Gesamtgewicht. Dazu kommt noch unser Auto mit 2200 Kilogramm. Auch hier kann man relativ schnell sein Mathehirn fliegen lassen und man kommt auf 3900 Kilogramm. Und was ist das, Hans? Ein bisschen zu viel für die 3,5, die man mit dem B-Führerschein fahren darf. Richtig. Und deswegen habe ich einen B96. Ja, eine kleine Führerscheinerweiterung und da kommt demnächst eine tolle Führerscheinfolge auf euch zu. Haben einen tollen Gast bei uns und werden da euch mal die ganzen Fakten rund um den Führerschein nahelegen, was man denn so braucht und was denn alles so gibt auf dem Markt. Ja, ihr müsst euch noch ein paar Wochen gedulden, aber dann kommt eine richtig gute Folge, denn als wir das letzte Mal über Zahlen gesprochen haben, also wer mehr Details zu den ganzen Zahlen will, hört mal ein paar Wochen vorher rein. Was wir da erzählt haben, war ja nicht falsch, aber auch nicht perfekt. Und daraufhin sind wir in Kontakt gekommen mit einer ganz netten Person, einer Fahrlehrerin, die uns so ein bisschen Insights gegeben hat. Und die hat uns mal richtig erklärt, was wir alles bis jetzt, naja, ich will nicht sagen falsch gemacht haben, aber fast falsch gemacht hätten. Freut euch drauf, in ein paar Wochen kommt da was.
Aber bevor wir die Folge jetzt zumachen, Hans, möchte ich doch noch einmal über Campervans sprechen, denn da gibt es ja auch ein bisschen was mit Gewicht zu beachten. Ja, auf jeden Fall. Kastenwagen, Campervans, Wohnmobile, ein bisschen die gleiche Thematik. Was für einen Führerschein hat man? Was darf man denn in das Fahrzeug packen, um da irgendwie drunter zu bleiben? Die Fahrzeuge haben halt oft schon eine sehr hohe Leermasse. Durch den Ausbau, durch den Möbelbau und alles in einem Fahrzeug kommt man da schnell mal auf die 3 Tonnen. Mit dem normalen B-Führerschein natürlich dann wieder die Obergrenze bei 3,5 Tonnen, sodass man dann jetzt eine Zulassung meinetwegen von 500 Kilo hätte, was durchaus reichen kann für die Familie. Aber wenn man dann doch noch ein bisschen mehr haben will oder was hinten hinhängen will, oder vielleicht ein bisschen größeres Fahrzeug sich holt, irgendeinen schönen Liner, irgendeinen großen Alkoven, dann geht es da oft über die 3,5 Tonnen und dann heißt es da auch wieder Führerschein erweitern, Fahrzeug auflasten oder eben schon dementsprechend großes Chassis kaufen, um dann die Gewichte da ausnutzen zu können. Perfekt zusammengefasst. Nichts hinzuzufügen. Wer mehr wissen will über die ganzen Gewichte, hört mal vor ein paar Wochen rein. Und wer mehr wissen will über Führerscheine, wartet noch ein paar Wochen, da kommt was zu. Ich bin raus für heute. Ich danke euch und wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Und dir auch, Hans, schönes Wochenende. Ja, danke, Tobi. Ich wünsche euch auch noch ein tolles Wochenende. Lasst uns ein paar Kommentare da, ein paar Sternebewertungen wären auch nicht schlecht. Wir würden uns freuen. Und wer es noch nicht gemacht hat, natürlich abonnieren. Ciao, bis morgen.